beschmutzt du mit deinem Blut die ganze Erde. Ich sollte das bei meiner Zeichnung berücksichtigen. Möchtest du mal sehen? Gelassen und charmant. Steh ich plötzlich im Hausflur drinnen und es cool an Tränen über errötete Augenringe. Kunstvolle, kranke Gene. Setze den Stahldruck voll an die Vene und male mit Blut von den Wandgemälde. Ich spritz Hämoglobin bis an die Decke, die satanische Version einer sixtinischen Kapelle. Nur einmal ausholen mit der Kieferknochensäge macht sogar die Himmelblaue zu einer stilvollen Tapete. Als ob ich, was Kunst betrifft, Kompromisse eingehen würde. Schrei einmal und ich stopf dir die Zunge in die Speiseröhre. Lass mich dich prädestinieren für ein Porträt. Die Ketaminspritze versichert, dass sich niemand hier bewegt. Medizinstudenten dürften, was nun folgt, schon aus dem Hörsaal kennen. Ein paar andere visuell gesehen, auch aus den Körperwelten. Ich stell die Leinwand auf und meine vorher weißen Kleider sehen in etwa aus wie Dr. Leck, das nach der Abendmahlzeit. Wie du da liegst, sichtlich makaber, ein Stellteil des Werkes wie der vitruvianische Mensch. Als Dresscode ne Tunika, eine Büste braucht keine Glieder. Ich schaffe ein Fresko für Lucifer. Meiner Morphologie fehlt es an Menschlichkeit. Meine Charakterzüge sind Rache-Engels-gleich. Noch einen Klingenstich, noch einen Pinselstrich. Das hier wird ein wunderschönes Bild für dich. Ich seh all das Leid in seiner Vielfalt und lass es einfließen in meine Detailverliebtheit. Und wenn es fertig ist, werd ich es dir schenken. Das Porträt eines von dir geliebten Menschen. Doch ein echter Künstler gibt sich in der heutigen Zeit nicht mehr zufrieden mit der Tristesse der Äußerlichkeit. Es zählen innere Werte, die Wahrheit, keine Lügenmärchen. Komm mal nur dran mit einer stahlharten Geflügelschere. Eben deinen Brustkorb beknackt wie nen Safe. Dank meiner Neurosen wirst du erst einmal partial zerlegt. Ich bin motorisch trainiert. Denkerpose, Schweißtropfen auf der Stirn, während ich die Proportionen studier. Ehrlich, ich find Menschen ekelerregend. Außen wie innen sucht man vergebens die Schönheit im Elend. Ich lass deinen blutigen Kadaver knallen, von der Kanzel auf den Marmor in der Kathedralenhalle. Gottes Schöpfung ist ja wirklich nicht das Wahre. Das Theaterstück des Lebens betitelt Les Miserables. Und auch wenn die Putzkraft diesen Schauplatz chemisch reinigt, keimt der Dreck unserer Spezies unlängst im Lauf der Zeiten. Gelassen und charmant, stoß das Tor aus der Kirche auf. Schreit erhaben die Treppe runter, halluzinier Applaus. Hallo Menschheit, ich hab Satan hinterm Rücken und meine Blicke lassen SEK-Beamte flüchten. Meiner Morphologie fehlt es an Menschlichkeit. Meine Charakterzüge sind Rache-Engels-gleich. Noch einen Klingenstich, noch einen Pinselstrich. Das hier wird ein wunderschönes Bild für dich. Ich seh all das Leid in seiner Vielfalt und lass es einfließen in meine Detailverliebtheit. Und wenn es fertig ist, werd ich es dir schenken. Das Porträt eines von dir geliebten Menschen. Meiner Morphologie fehlt es an Menschlichkeit. Meine Charakterzüge sind Rache-Engels-gleich. Noch einen Klingenstich, noch einen Pinselstrich. Das hier wird ein wunderschönes Bild für dich. Ich seh all das Leid in seiner Vielfalt und lass es einfließen in meine Detailverliebtheit. Und wenn es fertig ist, werd ich es dir schenken. Das Porträt eines von dir geliebten Menschen. Töte mich, na los, schnell! Ja, töte mich, du Schwach! Nein, noch nicht. Das Spiel geht.